7 serving 10. Oh! Der Nasenbluten-Moment der Woche wird euch präsentiert von der GTÜ. Auf der 1 starten wir mit der Abwehrachse der Eintracht. Allen voran Superstar Dirk, der erst die Ecke aufmacht, aber dann losrennt, als gäb's Haferflocken im super Sonderangebot. Guck mal den Antritt. Fuck! Fuck, 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 fuck! Ja, schon. Und reingehauen. Bodenlos. Scheiße. Bodenlos geht's nicht nur in der Abwehr weiter, das können wir nämlich auch in der Annahme, wie Dirk und Matthias auch hier in Perfektion beweisen. Aber Beinarbeit sitzt. Oh Gott. Please help me. Das ist die beste Annahme, Achse EU-West, Alter. Die beiden unbeweglichen Hackensteher da, ey. ART. Zucker. Die beste Einwechslung seit Mario Götze. So, Mario. Jetzt zeigst der Welt, dass du besser bist als Messi. Schöle, der kommt an. Mach ihn! Oder du lässt ihn halt einfach reinfallen. Eingewechselt werden und den dann ganz souverän sich auf den Fuß fallen lassen, das ist wirklich... bodenlos. Nope. Oh, shit. Soll man dazu sagen? Bei der Eintracht wird halt für den Content gedacht. Unser Intro ist ja schon alt, da brauchen wir mal wieder einen Headshot-Aufschlag. Ist das vielleicht worthy für ein neues Intro? Oh, dingelingeling. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Für Dima sind die guten Nachrichten, dass wir keinen Kamerawinkel hatten, der die Schleifspur mit einfängt. Denn Dima slidet nicht nur in DMs, sondern auch in Anschreibertische. Alter. Dima mit dem Slide! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auf Lock. Wir suchen auf Insta ja immer den Bodenlosesten der Woche. Den gab's diese Woche in Co-Produktion mit Dirk und Lenny. Denn wenn man schon nicht alleine zuspielen kann, dann halt zu zweit. Ja, und das... Das sehe ich nicht, sorry. Schere ist um. Der nächste Spieltag steht schon wieder in den Startlöchern. Von daher, Hausaufgabe für euch, bereitet euch drauf vor. Mit den Videos auf der Endcard.